Diesmal aber. Wieder so ein scheiß Leck hier gehabt. Mann, ey. Mein PC fuckt mich manchmal echt ab. Bei diversen Spielen leckt das ohne Grund und... Oh, also ein Scheiß, ne? Nur Ärger habe ich damit, nur Ärger. Propter merita unigenti filii, tui domini nostri, Jesu Christi, Amen. Amen. BAM! Ich dachte, er verkündete das Wort Gottes. Ich fürchte, seine Predigt ist nur Lüge. Ich führte meine Herde in die Irre. Ich wollte doch nur glauben. Das wollen wir alle. Ich beende nur die Arbeit meines Vaters. Requiescat in pace. Oh, so, abgeschlossen. Leutnant sind tot, Kisten werden geplündert. Und damit fehlt nur noch einer. Bitte, bitte. Lass es nicht wieder so eine Schleichmission sein. Einfach nur stich ihn ab. Metzel ihn nieder. Verwandel ihn in einen Matschhaufen. Irgendwie sowas. Nur bitte nicht wieder. Schleiche hin. Mach es unbemerkt. Denn dann... Dreh ich total durch. Dann dreh ich durch. Das überstehe ich nicht mehr. Würde ich auch beenden für heute. Alter, verpisst euch doch alle mal. Was steht hier im Weg rum? Oh. Ja, ich bin ja schon wieder unten. Klasse. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, was mit die Gebäude, wo Glyphen dran sind, sind dunkelgrau. Das sieht man gerade jetzt links da auf der Minimap. Das Gebäude ist grau. Ja. So, letztes Ziel hier. Ich flehe dich an, spiele Gott. Lass es einfach nur killen. Oh, den Arzt. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Dem neuen Herrscher, er raucht viel. Nein, er ist ein Mafiosi, italienischer. Ungesehen. Ja. Okay, auch nicht schlecht. Ach, ja. Ich spick dich gleich. Ja, sofort! Oh, geil, okay. Er hat mich zwar gesehen, aber... Das schien den anderen irgendwie relativ... Latte zu sein. Unterstützt die Medici, die wir bis Florenz schon lange verlassen haben, oder akzeptiert Savonarola. Haha. Wie er mich dahinter nicht sehen kann. Los, dreh dich um. Dreh dich um, Schlampe. Dreh dich um. Jawohl. Zack. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, der wird noch mal ein bisschen stressiger. Aber vielleicht habe ich Glück und ich schaffe es. Sich verweigern. Er ist ein guter Mann mit starkem Charakter und guter Moral. Er will uns. Ah, ab hier Sperrgebiet. Und Rettung braucht. Zu uns kam, trieften wir vor Sünde, Völlerei, Lust, Stolz. Nein! Nein! Nein!
Nein! Wieso, du Idiot? Wieso? Meine Fresse, dass der da dann automatisch... Wie sieht die Sachen an? Obwohl ich weiß, dass ich den unbemerkt eliminieren muss. Das hätten sie doch mal klüger machen können da. Gerade an den Stellen. Bestimmt ein Franzose. Bestimmt ein Franzose. Warum es bekämpfen, sich verweigern, ist schon wieder mit starkem Charakter und guter Moral. Er will uns vor uns selbst retten. Kann ich ihn jetzt anvisieren hier? Und Rettung brauchten wir, bevor Savonarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde, Völlerei, Lust, Stolz, Gier. Muss ich noch mehr sagen? Wir kümmerten uns nur um weltliche Dinge und Freuden des Fleisches. Alter, wieso kann ich ihn denn hier nicht anvisieren? Wir scheuten vor dem Angesicht Gottes. Und warum auch nicht so beschämt, wie wir von unseren Taten waren. Darum habt ihr Schmerz und werdet krank. Ja! Ja! Alter Schwede. Das Blut eines Heilers vergossen. Nein. Ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod zwischen dieser Welt und der nächsten. Anscheinend berauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace. Wir haben die Lieutenants erledigt. Wie schön ist das bitte? Trottel. Ja, das ist immer wieder geil. Oh, kommen immer mehr Opfer an. Und... Oh, ja. Na los, kommt. Nächster. Oh, voll vor das Schienbein getreten. Trottel. So, das war's. Und damit haben wir alle Leutnants erledigt. Ah. Haben dafür wieder 2000 bekommen, chirurgischer Eingriff. Ah, für den Soldaten. Schon klar. Verdammt, das waren sicher wieder diese... Ah, okay. Am Ende der Stadt. Habe ich es doch gewusst. Naja, okay. Das will ich aber auf jeden Fall eben noch machen. Ich muss kurz niesen. Ah, ja. Alles geil. So. Ziel ist anvisiert, wir haben alle Leutnants getötet. Das heißt, als nächstes geht es gegen diesen komischen Bimbo. Der wird jetzt erstmal schön leiden, eine Runde. Oh, klasse, wieder ein schöner Laufweg, aber da hatten wir schon Schlimmeres. Ja, die letzte Waffe fehlt mir natürlich noch, die hätte ich noch ganz gerne. Ich hoffe, die kommt noch so als Story-Element. Bilder habe ich alle, ich habe alle Rüstungen. Von den Attentatszielen fehlt mir noch eines. Ja. Kommt mal mit. Gut, ich nehme mal ich nehme jetzt die Kurtisanen hier mit, weil ich nicht weiß, was da auf mich wartet. Deswegen kann ich damit eventuell ein paar Wachen ablenken oder ähnliches. So, da ist die Brücke direkt. Ohne Feder. Ja, die werden schon einen Weg zu mir finden.
Ich habe sie schließlich bezahlt. So, ach, da kam ich ja nicht ran. Ja, die sollen einen Weg finden hier rüber. Ich warte hier nicht auf sie jetzt unbedingt. So, mal schauen, wann sie ankommen. Oh, klasse. Okay, die hängen da ein bisschen fest. Dann scheiße ich einfach mal fett auf die. Dicken, fetten Haufen. Nein, das meine ich nicht. Das ist ekelhaft. Bin kein Fan der Kaviar-Methode, wie es so schön heißt. Du darfst nicht hier oben sein. Oh. Oh. So. Erinnerungsanfang. Es geht los. Was passiert jetzt? Schau. Ruhe. Ich fordere Ruhe. Ah, ich fordere Ruhe. Rollt das eher so schön. Warum stört ihr mich? Ihr solltet eure Häuser reinigen. Euch selbst reinigen. Es gibt Feuer zu schüren, Gebete zu sprechen und Buße zu tun. Ihr werdet tun, was ich befehle. Ihr werdet gehorchen. Bam! Nice! Noch ein Finger weniger, oder was? Ah, war klar, dass da gleich ein Bimbo angeschissen kommt. Lachu, da ist er, auf ihn! Lachu! Tempo, ich verliere ihn! Och, ich dreh wieder um! Kleiner Pisser. Muss ich ihn töten oder was? Nein! Ach, Scheiße! Scheiße! Alter, wie behindert ist denn das? Oh, häng dich da nicht ran, Ezio! Ich hab dafür jetzt keine. Alter! Könnt ihr euch mal verpissen, ihr stinkenden Scheißhaufen? Warnung, Entfernung zum Ziel. Ja, was soll ich denn machen, wenn die sich hier nicht verpissen? Die stinkenden Arschgeburten. Deswegen müffeln die auch so. Ja, verringert das die Entfernung. Ist ja schön und gut hier. Hopp. Alter, was macht der denn hier bitte für Wege, ey? So. Bam, verrecke. Ah, schön die Klinge ihm reingerammt. Ja, ich bin schon wieder ganz anständig mitgegangen hier. Aber das war ja auch schon wieder hier nervig ohne Ende. Gut, jetzt haben wir es jedenfalls. Wir haben den Apfel. Und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt zum Zielpunkt. Was sollte man auch sonst damit machen? Wir haben keine Nebenmissionen an sich mehr. Wir haben alles gekauft, soweit. Heilige Madonna, was will er damit beweisen? Dass ich klettern kann. Ja, okay, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hoch, Alter. Wie viel Zeit ich hier mit Klettern verschwende. Hammer unnötig. Mist, er ist schnell. Er ist schnell. Ich sehe. Ja, du verlierst mich, so sieht's aus. Ja, ist mir gerade ein bisschen Latte. Ist er von Sinnen?
Ach, Mann, steht.